Rat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 
Kapitalismus ist das Genialste an dieser ganzen Welt. Aber Kapitalismus zerstört auch die Gesellschaft. Zerstört dich, mich. Naja, mich nicht, weil das wird mir nicht passieren, weil ich bin mittlerweile aufgewacht. Ja, nicht zu 100% aufgewacht, aber das wird mir so schnell nicht passieren. Wasser. Wasser ist das Beste, was du machen kannst. Habe ich aber auch vorgesorgt. Ich sage schon fast gesagt, ein paar Gallonen. Ich habe hier mindestens 20, nee, 10, 10, 10, 10 mal 10 Liter Kanister Wasser, wo ich zwei meiner Nachbarn, recht sehr geile Nachbarn, auch noch hinzugezogen sind, aber auch aus Friesen, die ich auch mit versorgen kann. Weil ich habe hier schon mal vorgesorgt. So, da habe ich eine Photovoltaikanlage. Das ist eine scheiß mit der abgefuckte Dünnschichtmodulanlage. Warum Dünnschicht? Weil Dünnschicht einfach mit diffusem Licht besser klarkommt. Ich bin jetzt so ein Vollspacko, der sich andauernd drauf einlässt. Ja, ich kaufe die ganze scheiß amerikanische Monokristallinanzeige. Monokristallinanzeige, nein. Monokristallin, Photovoltaikanlage. Ja, wo funktionieren sie denn besser? In den Florida Keys. Da funktionieren die Monokristallinen wahrscheinlich verdammt gut. Perfekt, aber nicht hier in Good Old Germany, nicht in der Nähe der Küste. Das kannst du knicken. Da tun die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Lass euch bloß weiter verarschen. So, diese Angstmacherei-Scheiße. Hier, fuck you all. Fickt euch alle, ihr blöden kleinen Angstmacher-Blackout-Idioten. Ich habe keine Angst. Da draußen, ich hab sogar hier, ich lebe hier sogar zum, ich lebe zwar zur Miete, ich habe aber ein riesengroßes Grundstück. Ich habe sogar ein kleines Wäldchen. Ja, ich kann mir meinen eigenen Scheiß hier anbauen. Karotten, Kartoffeln, deutsche Kartoffeln, yeah. Ich wurde schon mal vom Türken oder vom Kurden so was deutsche Kartoffeln beleidigt. Ja und? Die schmecken lecker, Mann. Die helfen mich über den Winter zu, mich, damit ich überleben kann. Bam. Tja, aber na gut, ist eine andere Geschichte. So, auf jeden Fall. Was ich meinen Abonnenten damit nur sagen möchte, letztendlich, ich weiß, ich bin wie immer so Maschinengewehr, tatmäßig drauf, wie immer. Aber was anderes wollt ihr sowieso nicht haben. Glaub ich jedenfalls nicht. Und, ja, wenn ich schon so am Abrasten bin und wenn ihr mir nicht glaubt, dass es sogar Tiere gibt, die sich in meiner Nähe wohlfühlen. Ja. Na, mein Schatzemause? Das ist Pünktchen. Pünktchen kennt ihr mittlerweile schon. Und die fühlt sich scheiße wohl in meiner Gegend. Wie dem auch sei. Fuck off, you all, motherfucking Vollidioten, Blackout, angstmachenden Vollspastis. Das bringt euch gar nichts, bringt euch gar nichts. Intelligent, klarschiff, Vorsorge machen. So. Mein Vorteil, wie gesagt, besteht daran, ich habe mindestens drei Autos zur Verfügung. Natürlich sind sie alle nicht angemeldet. Die schlachte ich nur aus oder bastel dran rum. Und warum habe ich die Chance ranzukommen als Hartz-IVer? Ja, weil mein Bruder hat mir einen Wagen geschenkt. Von einem Freund krieg ich seinen alten Opel Omega, das schon weiter verwendet. Opel Omega wäre schön. Nein, das ist ein Opel Corsa B. Ist ein Dreizylinder. Ja, und den Dreizylinder-Motor reiße ich mir raus, den baue ich mir auf ein Gestell auf. Bums, und schon hab ich ein Notstromaggregat. Bamsi, wo ist das Problem, Mann? Ich gehe auf den Schrottplatz oder kaufe ein scheißblödes hier. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Aber es ist einfach nur Fakt aus. Lasst euch nicht verarschen. So, mittlerweile habe ich hier in YouTube eine hammergeile Community gefunden. Action for Free, wird euch einiges über Solar erzählen. YouTuber Lars, auch ein genialer Typ, wird auch vieles über Solaranlagen erzählen. Dann haben wir nochmal hier Segelohren Bob, auch ein sehr genialer Mensch, total geiler Typ. Alternative Energien, es gibt mir eine Menge darüber zu machen. Oder Computer Club 2. In der letzten oder vorletzten Folge hat dieser Typ, der sogar damals im WDR, Computer Club, ne? Ihr kennt ihn ja. Er hat selbst ein paar Kabel aufgespannt und mit diesen Kabeln, das waren so ungefähr so 10, 15 Meter. Energien aufgefangen, diese Energien an einem, durch eine Schaltung, durch einen Step-Down-Konverter, bumsi, und schon kann ich damit ein paar LEDs betreiben. Oh, mein Gott, lasst euch nicht verarschen da draußen. Elektronik einfach, kann ich euch auch noch empfehlen. Geniale Community da draußen, aber lasst euch nicht veräppeln, zum Geier nochmal. Also, in diesem Falle, wie ich, Falle, im Fall eines Falls, das war eine alte Werbeeinblendung. Einblendung.
Ja, ich bin wieder ziemlich manisch, übertrieben, dargestellt, so maschinengewehrmäßig, ihr kennt mich ja nicht anders. Und warum soll ich mich auch verändern? Das können die anderen Idioten machen. See you later, Navigator. Stimmt, wie war denn mal der Film? Der letzte Navigator? Schöner Film aus den 80ern. Wie dem auch sei. Also, ich würde mal sagen, ich mache jetzt definitiv mal so langsam vom Acker. Pünktlich ist auch noch die Krise. Schneider hat sich schon verpisst. Ja, der Helm wird so schwer. Die Munition sowieso schon. Genau, stopp Monsanto und so. Ja, da war ich mal dabei. Und tschüss.